Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bridge Constructor, Folge Nummer 3. Wir sind letztes Mal stehen geblieben in der Welt The Ridge oder in dem Gebiet The Ridge oder was auch immer das sein soll. Wir haben fast 500.000 Punkte schon gesammelt. Und es geht weiter. Wir wären jetzt hier in einer Sackgasse, die müssen wir also nicht schaffen, um weiterzukommen. Aber ich würde sie schon gerne machen, weil die sieht echt interessant aus. Wir haben keine Seile und kein Stahl. Wir haben nur einen Betonpfeiler, den wir hier hinsetzen können. Und Holz. Freunde, wie zur Hölle soll das funktionieren? Ich habe gar keinen Plan. Ich baue einfach mal, würde ich sagen, oder? Weil mehr kann ich ja sowieso nicht machen. Also. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall von hier unten eine Menge Stützen. Bis hierhin mindestens. Alles andere macht kaum Sinn. Und wir müssen hier so viele Stützen hochziehen, wie es nur eben geht. Wenn wir das ganze Zeug hier gehalten kriegen. Also Geld ist auch nicht so der Oberkracher, ja. Also ich glaube, das wird hier böse enden. Also der Teil, das sind alles Dreiecke, keine Vierecke. Dreiecke sind halt immer die stabilen. Vierecke sind die so ein bisschen... Oh, könnte stabil sein. Warte mal, hier machen wir nur eine Verbindung. Aber 14.000 nur noch. Oder 13.500. Wie soll das funktionieren? Warte mal, ich brauche auf jeden Fall einen Turm, damit ich das so eine... Ich muss, glaube ich, so eine Art... Ey, wie teuer? Wie teuer ist das bitte? Wie soll denn das funktionieren? Oh Mann. Ich muss die Hölzer, glaube ich, wie so eine Art Seil anordnen. Kann das sein? Dass ich das so ein bisschen durchhängen lassen muss oder so. Ey, das Geld, das reicht niemals. Das reicht niemals. Verdammt. Wenn ich jetzt auf Play drücke, das bricht ineinander. Oh Gott. Oh Gott. Wenn ich das schon sehe hier, guckt euch das an. Ey, wie soll das Ding halten? Wie soll das? Das hat doch sonst wer kostet. Das kracht doch hier. Ich sehe, das bricht doch jetzt kaputt hier. Ja, war klar. War klar. Ach du Scheiße. Ah, wie soll ich das machen? Ich muss den Turm kleiner machen, damit ich hier mehr Hölzer verbauen kann. Der Turm darf nicht so hoch. Den hatten wir jetzt, glaube ich, so. Den muss ich... Der darf nur so hoch. Höher darf der nicht. Oder ich muss versuchen... Reicht das Geld schon wieder nicht. Also meine Idee dahinter ist jetzt, dass das hier so eine Art stabiles Netz gibt. Und dass das dann bricht kaputt, bevor ein Auto drüber gefahren ist. Yo, ist klar, ist klar. Ach du Kacke, ey. Wie zur Hölle soll man das Teil hier bauen? Wie zur Hölle? Vielleicht komplett ohne Turm? Das kann ich mir aber nicht vorstellen, oder? Ich versuch's mal. Ich versuch einfach mal. Mehr wie schief gehen kann's ja nicht. Ist ja egal. So, machen wir mal so. Ja. Das bricht doch kaputt. Es steht. Es steht auf jeden Fall, Freunde.
Aber es ist schon knallrot, bevor der Heck, der wird nicht mal bis zur Mitte kommen. Das kann doch nicht, das kann niemals halten. Nee. Nee. Oh Mann, verdammte Tat. Warte mal, wir haben noch so, wir haben echt noch ein bisschen Geld übrig, ne? Wenn wir das hier noch bis hier hinten hinführen, die Verstrebung. So vielleicht. Ne, es reicht dafür das Geld nicht, oder was? Mach mich nicht fertig, ey. Mal können wir den nach unten verschieben. So vielleicht. Können wir das jetzt? 50! Es sind nur 50 Geld! So, jetzt sieht das aus wie eine Brücke. Und jetzt haben wir wenigstens hier noch das Geld. Okay. Das Ding ist jetzt schon. Das ist jetzt schon hier hinten am besten. Das ist jetzt schon am besten. Das hält doch wieder nicht. Das hält doch wieder nicht. Ach Mann. Echt jetzt? Echt jetzt? Das ist die Stelle hier. Die Stelle ist die, wo es kritisch wird. Das ist die Stelle hier. Boah, dieser Turm. Wie teuer kann denn so ein Turm sein? Ey, Mann. Okay. Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins nächste Level und eventuell kommen wir später nochmal hier drauf zurück, weil ich habe gerade echt keine Idee, wie ich das machen soll. Der Turm ist so teuer. Ihr könnt mir das ja in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie das hier funktionieren könnte, weil ich... Ja, ich weiß echt gerade gar nicht, wie ich das hier... Ich versuche nochmal hier so ein bisschen... Aber das haut mit der Kohle schon wieder. Das geht hier aber voll in die Hose. Können wir den nach unten verschieben? Ja, ist genau. Okay, eine Strebe noch. Wow. Wow. Ja, nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Okay, wir gehen erstmal zurück. Wir machen erstmal hier oben weiter. Und dann kommen wir eventuell nochmal darauf zurück, wenn ich ganz viel Langeweile haben sollte und eine Idee, wie das funktionieren kann. Oh Mann, das war schon echt hart. Und hier ist wieder, weißt du, das eine ist komplett schwer und das hier ist einfach mal wieder viel zu easy. Weil wir hier locker ohne Probleme wieder unsere Seiltechnik anwenden können. Mit 50.000 Geld können wir den ganzen Grand Canyon überspannen mit unserer Brücke. Überhaupt gar kein Problem. Mich würde ja mal interessieren, was passiert, wenn ich das Seil jetzt einfach so lasse, ohne nochmal so Streben in der Mitte. Dann können wir durchs Wasser fahren. Okay. Jo. So, alle verbunden. Bombenstabil das Teil. Da können wir hier die dicken, können wir da... Wie soll das denn bitte bei der einen Map mit den großen hier funktionieren? Wie soll das denn gehen? Keine Chance. Null Chance hast du da. Null! Aber das hier souverän gemeistert, das Ding. Souverän, Freunde. Wir haben hier hinten gar keine Strebe. Das letzte war gar keine Strebe dran. Okay. 71.000 Punkte, Engineer-Errungenschaft, sehr, sehr schön. 100 Meter mit Holz und Stahl bauen, uiuiui. Jetzt wird's interessant, weil wir haben auch nur 42.000. Allein der Weg kostet uns schon 6.800. So, wir müssen so viele Stützen, wie es geht, hochbringen. Ich würde sagen, erstmal eine dicke Stahlstütze auf jede Seite. Eventuell sogar bis oben hinführen. Kostet zwar Geld, aber brauchen wir. Und jetzt haben wir noch 22. Ne, warte, wie viel haben wir noch? 23.600. Das heißt, wir können 11, ein bisschen was auf jeder Seite verbrauchen. Oh Mann. So, das wären 3. Dann haben wir hier noch eine. Das wären dann 5.
So, die Frage ist, ob wir nach rechts überhaupt die eine noch brauchen. Ich mach erstmal auf jeder Seite jetzt hier die Stützen hin, damit ich das so ein bisschen abschätzen kann, wie das kostentechnisch aussieht. So, das verbinden wir jetzt mal hier. Und das verbinden wir jetzt auch mal hier. Eigentlich müssten wir... Aber das Geld wird schon wieder knapp. Das Geld wird schon wieder knapp hier. Verdammte Tat. So, bis hierhin haben wir es halbwegs stabil. Und jetzt müssen wir das Ganze... das Ganze noch hier irgendwie an die Brücke bringen. So. Oh, nur noch 2200 und die komplette Mitte ist noch nichts. Die komplette Mitte. Aber wie? Das reicht ja jetzt schon nicht. Ah, ich glaube, wir dürfen diese Stahlstütze hier nicht hinmachen. Das müssen wir irgendwie noch mit Holz bauen. So vielleicht? Vielleicht nicht so stabil, aber es ist... könnte funktionieren. Reicht das hier? Das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Sie steht auf jeden Fall. Und jetzt testen wir es direkt mit einem LKW aus. Komm schon. Okay, bis jetzt sieht alles gut aus. Wird irgendwas rot? Na, hier unten wird es ein bisschen orange. Jetzt wird es hier... ja, es wird... ja, knallerot. Aber es passt. Es passt noch so gerade. Oh Mann. Dass das hier hält. So ein Holzstäbchen. Ein so ein Zahnstocher. Nice, wir haben es geschafft. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass das passt. Das hätte ich echt... ja, 88% ärgert mich ein bisschen, aber die eine Map ist... die eine Map ist ein bisschen zu schwierig. Da muss ich vielleicht mal gucken, ob ich die irgendwann oder wie ich die irgendwann mal schaffe. Okay. Kann man das so machen? Wäre ein bisschen einfach. Ja, nee, kann man nicht. Ah, er schafft es. Bye-bye. Ich habe einen Erfolg, bye-bye. Haha, wie cool. Okay, kann man nicht so machen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das anders, indem wir das... so vielleicht machen. Kann man so machen? Hält das? Brücke nach unten. Streben nach unten. Funktioniert erstaunlich gut, meine Freunde. Es funktioniert erstaunlich gut. Ich glaube, wir hätten das auch oben machen können. Warte mal, ich will mal... drück mal verbessern. Ich will mal was ausprobieren. Ob wir das auch geschafft hätten, wenn wir die Stütze hier unten gar nicht nehmen, sondern einfach nur oben ganz stumpf so machen. Ist auf jeden Fall ein stabiler Aufbau und ich bin mal gespannt. Yep. Klappt. Guck mal, wir hätten den Ankerpunkt gar nicht benötigt. Gibt's dafür eine Errungenschaft? Nee. Verdammt. Hätte ja klappen können. So, nächste Map. 70 Meter waren es, glaube ich, habe ich gesehen. 29.000 nur. Keine Seile, nur Holz und Stahl. Oh. Das wird wieder ein bisschen tricky. Wir müssen bis hier hinkommen am besten, oder? Oder bis hier und dann... warte mal, wir jetzt hier jeweils eine Stahlstrebe machen. So... weiß nicht, ist das zu teuer? Aber das ist auf jeden Fall ein fester Punkt. Der geht nicht so schnell kaputt.
vielleicht noch. Dann hier dasselbe. So. Ah, das Geld. Nein, das Geld. Ach, shit. Shit. Also der Aufbau hat ja gerade schon mal funktioniert. War ja relativ stabil, aber dafür müsste dieser Punkt hier auch richtig fest. Der muss richtig fest sein. Kann ich den irgendwie verbessern noch? So vielleicht? Reicht für hier nicht mehr, ne? Verdammt. Wir testen das einfach mal, ja? Mal gucken. Also ich, hier habe ich tatsächlich ein gutes Gefühl. Aber hier vorne überhaupt, nee, das, ach Gott, nee, das bricht, das bricht, das bricht, das bricht. Was macht er denn hier? Er macht einfach mal so ein Vorwärtssalto ins Ziel rein. Ja, nice. Lol. Was ist mit ihm denn los? Komm, nochmal neu. Das will ich nochmal, mach nochmal so ein Ding hier. Mr. Easy Construction. Hat er gerade voll den Frontflip gemacht und ist da reingeflogen. Ins Ziel, ey. Nice. Das war nice. Und schon wieder Laser. Ja, geile Scheiße, ey. Okay, wir machen nochmal alles Müll. Weil ich glaube, die eine Stahlstrebe war zu viel. Das ist einfach zu teuer. Das können wir uns nicht leisten. Hier mit so viel Stahl um uns zu werfen. Warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal, wenn ich jetzt unten eine komplette Brücke baue, ne? Warte mal. Ey, das könnte funktionieren. Aber wenn das funktioniert, ne? Na, das Ding müsste so schon fast alleine halten, oder nicht? Jetzt mach ich hier eine Strebe. Mach hier eine Strebe. Mache hier eine Strebe. Hier eine Strebe. Kann ich die noch verbinden? Ja, ja. Okay, passt das auch noch? Ah! Ey, das Ding sieht stabil aus, oder? Macht einen guten Eindruck, hä? Könnte was werden. Könnte tatsächlich was werden. Oh, wow, die werden... Alter. Aber dass das hier in der Mitte nicht rot wird. Vorhin ist das zusammengebrochen. Ey, perfekt. Perfekt, Freunde. Nice, nice, nice. Hundertprozentig, so muss es sein. Gut funktioniert. Freunde, wir sind am Ende der Folge angekommen. Boah, das Spiel ist... Das suchtet mich gerade echt ein bisschen. Ich glaube, ich muss noch eine Folge aufnehmen. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Brücke 3 von... wie heißt die Stadt hier? Oder das Gebiet? Eastern Mainland. Okay. Dann würde ich sagen... Warte mal, das ist das nächste. 80 Meter Holz. Stahlseil. Easy peasy, würde ich mal sagen. Ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein, habt noch einen schönen Tag, macht's gut. Ja, tschüss.